Hallöchen! Puppelchen! So, weiter geht's. Immer noch online bei GTA Online? Ja. Wer ist denn alles dabei? Wer ist alles dabei? Ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Du bist auch dabei, das ist schön. Und ihr seid auch dabei. Und ein Lama ist auch dabei? Ja. Und bei mir steht zwar Serling 1979, aber das heißt eigentlich Björn vom LSNPD. Genau, geht auf meinen Björn Kanal, Serling. Da seht ihr den Gewinner. Genau. Schon zweimal hintereinander hat er gewonnen. In der letzten Folge. Ja, Wahnsinn. Die anderen beiden sind Pipi. Wie man sieht, sind die anderen beiden da Pipi und Firefox hat noch keine Zugehörigkeit. Ich bin ohne Zugehörigkeit. Was haben wir denn hier für schicke Autos jetzt bekommen? Das ist die große Frage. Ich weiß schon, welche ich nicht nehme. Oh ja. Ich weiß schon. Du auch? Aber in welcher Farbe? Ja, bei mir bleibt nur eine Farbe übrig. Und zwar grün. Oh, ich habe auch grün. Echt? Ja. Na, nicht, dass wir uns verwechseln während des Fahrens. Nee, das wäre ja richtig doof. Ja. Wie sollst du das denn erklären? Oh, ist ja auch orange. Entschuldigung. Tja. Nein. Ah doch, du hast grün, fährst vor mir. Ja. Grün fährt vor. Nein. Ne? Doch. Ich habe natürlich auch noch das beknackteste Auto genommen. Das sagst du irgendwie immer. Ja, immer sagt er das. Ja, aber das passiert ja auch ständig. Guck mal, wie er mich abzieht hier. Ey! Da piepst was. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt, da fehlen mir echt die Worte, ja. Na, fast. Nein! Ich telepisiere hinterher. Firefox, weißt du, welche das ist? Welche? Die Worte? Das, nee, die Runde hier, also die Strecke. Ist das die Strecke mit dem Das ist die Strecke mit dem, ja. Mit dem Flutschfinger? Ja. Oh, nein! Da wäre eine Erinnerung wach, ne? Ich bin tot. Verdammt. Wusch. Ah, jetzt fange ich von hinten an. Auch schön. Okay. Wenigstens schafft man hier die Runde noch. Oh, bei mir ist ein Glas kaputt gegangen. Was? Oh. Also was? Vom Auto. Ein Ach Weinglas. So, jetzt dachte ich gerade. Weinglas, ja. Ja. Nein, du sollst beim Aufnehmen nicht saufen. Ja. Ich dachte beim GTA fahren. Ja, ja. Da darf man doch, oder? Ach, scheiße. Das haben wir, glaube ich, tatsächlich mal damals mit, ich glaube, San Andreas, als das frisch rauskam. War ich halt auch beim Kumpel auf dem Geburtstag und dann haben wir halt ordentlich einen gebechert und dann haben wir halt danach GTA gespielt. So, okay, jetzt weiß ich, warum ich mit Alkohol kein Auto fahren darf. Das lag aber nicht an GTA Andreas. Ne? Das dann mal so ein bisschen das Gefühl dafür gekriegt. So, siehst du? Und dann sagt man immer, in Computerspielen würde man nichts lernen. Ja, ja, stimmt. Eben. Ich habe hier eigentlich irgendwie so einen Staubsauger, der hört sich irgendwie so komisch an. Deiner auch, ja? Ja. Also bin ich eigentlich immer so weit abgeschlagen hinten, das kann euch nicht angehen. Das ist alles eine Frage der Kondition. Firefox, ich glaube, das liegt daran, dass er noch nicht in der Pubertät war, unser Wagen. Der ist so neu auf dem Markt. Ja. Genau. Der hat noch nicht mal eine TÜV-Plakette. Genau. Nicht mal seinen Freischwimmer hat er. Ach, ihr seid echt Kackwürste. Einfach mal so aus dem Nichts heraus, ihr seid Kackwürste. Welche? Alle. Damit war nicht zu rechnen. Alle, wie sie da sind. Was? So. Oh, was ist denn hier los? Wo? Ja, was hier wieder los ist. Böse enden können. Wo denn? Hier ganz vorne. Ja. Also ich glaube, ich muss beim Saboteur, den ich gerade hochlade, muss ich die Musik abschalten. Gleichwerbung. Ja, musst du. Da ist echt jede Folge was drin. Gleichwerbung. Vor allem, ich wollte es eigentlich auch mal Let's Playen. Aber ich habe, sagen wir mal so, die falsche Version bei Origin gekauft. Wie, welche? Mit Dingen. Mit den Möpsen? Nee, also die hast du ja sowieso immer.
Ja. Die kannst du auch abschalten. Ich dachte, das kann man separat einstellen. Das kannst du einstellen, ja. Hm? Aber die Symbole da darfst du ja nicht. Wie geht denn das? Also ich habe. Gibt Origin so raus? Das gibt Origin so raus. Du kannst es ganz normal kaufen. Darf ich das überhaupt erzählen? Ja. Ja, ist ja offiziell zu kaufen. Also ich könnte ja auch sein, dass Leute aus Österreich zuschauen. Genau. Für die ist das ja dann nicht relevant. Also ich habe meinen Key über Amazon gekauft. Ja, da als er so billig war. 2 Euro krumme. Genau, habe ich auch. Schon wieder. Und habe dafür dann den normalen Deutsch-Key gekriegt. Und beim Aktivieren hat er dich gefragt, welche Sprache du haben möchtest. Ach so, da habe ich Deutsch ausgewählt. Ja, genau. Und wenn du Englisch auswählst, dann kriegst du trotzdem deutsche Sprachausgabe. Ah ja, aber dann wie? Aber entsprechend, ja. Halt Texture Pack. Ach du Gott. Der, Das heißt, das darfst du nicht veröffentlichen. Nee, genau. Ich habe es aber schon zu Ende gespielt und das lohnt sich. Ja, also dafür, dass ich davor nichts davon gehört habe, weiß nicht, wie das an mir vorbeigegangen ist, aber hat es richtig Spaß gemacht. Naja, also wie gesagt, ich hab's dir auch geschrieben. Ich bin damals halt nur drauf aufmerksam geworden, weil ich halt gelesen habe damals im Test in der PC Games oder so, als es rauskam oder als es kurz vorm Rauskommen war, dass halt der erste Level oder einer der ersten Level halt in Saarbrücken spielt. Und ich meinte, ach cool, wenn ich mal ein Spiel, das im Saarland anfängt. Naja, da hat's ja gelohnt, dass ich dann angefangen habe. Genau. Von wegen, dass das nochmal auf den Tisch kommt, weil ich kannte das vorher auch nicht. Wo bin ich denn drüber gestolpert, ehrlich gesagt? Ach so, weil ich nach Open-World-Spielen gesucht habe, wirklich, ja. Mhm. Weil ich ja Fallout 4 ja aktuell pausiere, wegen Warten auf letzte DLC. Ja, ist ja nicht mehr lang. Und ich nicht diese ganzen kleinen Sachen da zeigen will, die spiele ich lieber so. Mhm. Und da habe ich dann geguckt, was könnte man denn noch machen? Und es sind andere Spiele auch Multiplayer-fähig vielleicht oder nicht? Na, wie auch immer. Und da bin ich dann, Saboteur? Kenne ich nicht. Nie gesehen. Was ist das? Und dann bin ich natürlich noch gleich in die erste Falle getreten, dass ich das bei mir nicht starten kann, das Spiel, weil ich 12 CPUs habe. Mhm. Also sprich 6 plus HT. Und ich muss effektiv wirklich neu starten, mein System, und vorher beim Boot auf 8 CPUs limitieren. Mhm. Und dann kann ich spielen. Das ist doch sehr komisch. Ja, gut, das hatte ich bei Fallout 3 aber auch. Ich musste da auch das auf 2 CPUs limitieren. Mhm. Weil also das mit 4 nicht, so mit 4 Kernen nicht zurechtgekommen ist. Weil das Problem sind die Hyperthreading-Geschichten. Genau. Ansonsten würde es super laufen, also fast jedes Spiel, aber durch die Hyperthreading-Geschichten knallt da natürlich etwas rein, was nicht rein darf. Das, was ich aber richtig scheiße finde an diesem Spiel, also nicht an dem Spiel selber, sondern ist, dass EA das völlig scheißegal ist und da nichts patcht. Die haben das Studio geschlossen, nachdem es veröffentlicht wurde, dann kamen bloß ein paar Notfixes und das war's. Ja, so ging's mir jetzt mit LA Noire. Das wollte ich ja auch eigentlich jetzt mal nochmal machen und hab dann festgestellt, unter Windows 10 läuft's nicht mehr. Echt nicht? Ja. Ich wollte es jetzt eigentlich installieren. Hab ich doch sogar schon. Muss ich also, ich glaube, bei Windows 8 gab es schon Probleme und unter Windows 10 läuft es halt gar nicht mehr. Okay. Da hatte ich mir auch extra dieses, hier diesen Dings geholt, den Steam Achievement Manager, um halt meine Errungenschaften zurückzusetzen, dass ich halt quasi fürs Let's Play dann nochmal die ganzen Errungenschaften mitnehme. Ja. Und hab dann festgestellt, ist nicht. Okay. Das Leben ist manchmal echt hart. Ja. Und ungerecht. Also da muss ich nachher mal wirklich gucken, ob ich das starten kann. Guck mal, wie gesagt, bei mir geht's nicht. Ich habe dann gegoogelt und habe dann auch im offiziellen Rockstar-Forum stand halt drin, ja, ist nicht. Mhm. Auch selbst mit Kompatibilitätsmodus geht's nicht. Hm, wenn den auf Windows 7 oder so stellst. Das ist natürlich Kacke. Ja. Okay. Nee, probiere ich mal. Also, aber das macht Rockstar auch nicht mehr. Ein Patch oder sonst was. Nö, scheinbar nicht. Wann kam das raus? 2011? Plus, ja, minus? Ja, deswegen hätte ich noch erwartet so. Und ich meine, so unbeliebt ist es ja auch nicht. Nee. Vor allem sieht es ja noch heute richtig gut aus. Ja, ja. Selbst Saboteur für 2009 sieht eigentlich noch richtig gut aus. Das stimmt, und, ja. Das stimmt wirklich, ja. Aber was extrem gut gealtert ist, ist halt Vampire Bloodlines. Ja. Und halt GTA, nicht GTA, Half-Life 2.
Ja. Ja, aber bei Half-Life liegt es ja auch daran, dass die Engine dahinter immer noch weiter gepflegt wird, ja? Ja. Die Source. Ja, aber, boah, nein. Ja, aber ich meine von den Texturen und so, das ist halt... Also, dass wenn du mit 1440p spielst, ist das Wahnsinn, finde ich. Ja. Also, denkt man gar nicht. Oh, jetzt muss ich die alle einholen, das kann doch nicht sein. Ja, alle einholen oder allein holen? Uah, allein! Oh, Mist. Ja. Das war zu rollig gerade. Ja, wie gesagt, der Rest ist Source Engine und tschüss. Und die, da sieht auch Left 4 Dead heute noch richtig gut aus. Ja, ja, das stimmt. Wobei ich da diesen Grain-Modus abschalten musste. Der hat die Videoqualität derartig nach unten gezogen. Ja, ja. Also ist ganz schlimm. Ja. Das war nur ein Brei-Matsch nachher. Oh, die fliegen alle über mir rüber. Überflieger, ne? Oh, ja, ich muss das mal gucken, wie man das mit dem Gamepad macht, dass man in der Luft das Auto steuern kann. Oder halt zumindest ausrichten. Das kannst du mit der Dings machen, mit dem linken Stick. Ja, okay, muss ich mal rumprobieren. Eigentlich loslassen am besten. Mhm. Und dann vielleicht ein bisschen nach hinten ziehen, weil du kopflastig bist, ne? So wusste der Prayman eigentlich. Immer noch unterwegs. Der ist hinter mir. Weit, weit hinter dir. Ja, ja, genau, das bringt dann gar nichts aus. Junger Mann, lassen Sie mich mal hier langfahren. Ja, lasse ich. Oh, die Dinger hier unten. Ja. Das wird hier noch mein Tod. Oh Gott, sag mal, ich hab jetzt gerade. Nein! Aha, das ist Musik in meinen Ohren. Ah, ja. Da war das chemische Lachen. Mann. Alter, das ist ja heftig. Was? Ja, ihr werdet sehen. Ja, das ist wirklich mal heftig. Wer ist eigentlich Erster im Moment? Lama wahrscheinlich. Das ist ein Computerfehler. Ja, ja. Wie damals mit Cupcake. Fehler in der Matrix, ja. So wie damals bei Gandhi mit Civilization. Der war ja so, friedliebend. Dass er Kriege geführt hat. Nee, das war das Problem, dass er irgendwo, ich glaube, bei 1 den Wert hatte und wenn er dann weiter gefallen ist, ist er auf 255 gefallen. Also auf minus 255. Und dann war natürlich alles immer sofort Krieg, ne? Ja. Und das haben sie beibehalten, das finde ich eigentlich sehr schön. Ah, ich muss das mit dem Fliegen echt noch ein bisschen üben hier. Das will noch nicht so ganz. I believe I can fly. I believe I can touch, genau. Touch the sky. Touch the Gamepad. Genau. Ja, touch my Gamepad. Das klingt ein bisschen falsch. The dirty Gamepad. Ja. Ja. Von irgendwas müssen Gamer ja auch träumen. Eben. Genau. Und wenn es von dreckigen Gamepads ist. Touch meine Rumble-Funktion. Genau. Ich habe die Vibrationsfunktion angemacht. Deswegen ist der Vibrationsalarm auch so berühmt geworden, ja? Genau. Ach, leck mich doch! In der Kurve überholt. Ist der Drama nein, oder was? Doch. Ja, Drama ist gerade überholt worden. Einfach mal so. Einfach mal so. In der Kurve. In der Kurve. An ihm vorbeigedriftet. Kannst du nicht bringen, sowas. Doch, bei mir könnt ihr die Wahrheit sehen. Aber was dann passiert ist. Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist. Hashtag Prank. Genau. Das wär auch schöner vorher ein Titel. Lama war Erster. Ihr werdet aber nicht glauben, was dann passiert ist. Ach ja, das schöne Clickbaiting. Dankeschön. Jetzt leck mich doch. Nein. Auch ein schöner Folgentitel? Ja, aber so würde ja jede Folge mit Drama heißen. Genau. Bei Gronkh ist es meiner Meinung nach richtig schlimm geworden in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Nur noch Clickbaiting-Titel und Thumbnails. Aber ich mein, Thumbnails mache ich auch immer.
Wobei, das ist bei Dead by Daylight, was willst du da anderes rausholen? Ja, oder ja gut, das stimmt. Plus, klar, es stimmt schon, aber trotzdem, ich meine... Also, ich sag mal, insofern... Dafür, dass er mal so Mr. Ich-TDC das alles gewesen ist und jetzt dann selbst so eine Scheiße abziehen, ist schon echt assig. Naja, es ist ja so, wie PewDiePie gesagt hat, ne? Ja, am Ende musst du es machen, sonst gehst du unter, oder? Ja, genau. Ja, es ist schon traurig. Deswegen, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich denke, er hat entdeckt, dass er halt... so langsam wahrscheinlich auf dem absteigenden Ast ist. Wenn der absteigende Ast ist noch nett bei ihm gemeint. Guck dir mal an, wie viele Abonnenten und wie wenig Klicks teilweise nur noch. Gibt dir genügend, da kommt er noch nicht mehr über 100.000 drauf. Ja. Das ist schon heftig. Ja gut, ist halt, wie gesagt, verkommt da jetzt so ein bisschen zum RTL. Und wobei der moralische Aspekt immer noch vernünftig ist bei ihm. Ja, nicht Gronkh, ich meine YouTube allgemein. Ach so, ja. Dass du halt mittlerweile niveaulose Scheiße machen musst, um Klicks zu kriegen. Oder halt um viel Klicks zu kriegen. Ich meine, Klicks kriegst du ja so oder so. Aber das halt dieses, ja. Nee, Klicks kriegst du nicht so oder so. Es gibt 600 Videos auf meinem Kanal, die das Gegenteil sagen. Und die anderen kennen Klicks auch nur vom Hörensagen. Genau. Die armen Videos. Ja. Wo bin ich jetzt drüber gestolpert? Über die 1700 Videogrenze. Weit drüber jetzt. Und man merkt's ja. Ja. Ja, bei mir sind es, glaube ich, jetzt 3700 irgendwas. Aber man darf nicht vergessen, die Leute gucken dann lieber irgendwelche, also jetzt nicht falsch verstehen, irgendwelche russischen Amateur-Komik-Videos. Wie sie sich den Schädel einhauen, im besoffenen Zustand oder irgendwie besoffen. Wie heißt das? Kameras. Das muss ich gleich mal aufschlagen. Wie ist das? Was? Komm. Ja, das, was du meintest, was man sich anguckt. Mit russischen Betrunkenen, die sich verprügeln, wie heißt das? Na, ich kenne nicht, also, ich weiß nicht, wie das so im Allgemeinen heißt. Aber das sind dann nachher immer die Videovorschläge, die dann kommen. Ja. Läuft, ne? Ja, läuft. Sandgraben 3. Wollen wir die Dings, die Folge beenden? Nicht Ding. Nee, ach, die eine schaffen wir noch. Die eine schaffen wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Weil Preyman, der kommt ja nicht. Der isst ja nur. Der will nicht spielen. Der will doch nicht spielen. Uh-huh. Weil ich auch nicht mehr so lang kann, ey. Oh. Wieso? Liegt die Kartoffelpizza noch im Bauch? Da hat man so einen teuren Stuhl und dann ist der in der Erwartung und dann tut einem der Po weh, wenn man auf so einem Gammelstuhl sitzt. Teuren Stuhl? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, egal ob du Blattgold isst oder nicht. Güldener Stuhl. Ja. Und dann soll ich euch mal meinen Stuhl zeigen? Ja, ist ja trotzdem die Spülung. Ihr seid trotzdem Idioten. Ich frag mich aber immer, wir sind immer gleich Idioten beim Drama, ne? Ja. Mhm. Das ist doch nicht nett. Nee. Das musst du im Verhältnis sehen. Bist du denn nett? Der Drama nicht, ne? In die Falle ist er reingelaufen. Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist. Genau. Drama ist in die Falle reingelaufen. Wie er da wieder rauskommt, seht ihr hier. So. Wie man sich ein Drama fängt. Roter Kreis, roter Pfeil. Na, mal gucken, ob das jetzt was wird. Was ist das denn? Die Twin Towers oder wie? Ja. Two Worlds von Unreal Tournament. Genau. Nee, Facing Worlds heißt die ja. Two Worlds ist ja, was anderes. Facing genau. Worlds ist... Two Worlds One Cup. Also sowas müsste man eigentlich normal spielen. Richtig, das alte Unreal Tournament oder 2003. Auf jeden Fall, gerne. Rammstein hat das neulich mal gemacht. Da hatte ich auch mal überlegt, dass man vielleicht mal wieder... Da können wir gerne mal ein Duell machen. Aber da hast du halt wirklich dann die Typen, die da abgehen, die gehen halt richtig ab. Na gut, okay, also wir können es jetzt noch spielen, die können es halt. Boah. Jörn? Ja? Hast du einen Unfall gebaut? Nein. Ich bin nur aufgehalten worden kurz. Da kommt was geflogen. Ein Fluglama. Yay. Nicht mehr lange. Ich brauche immer, glaube ich, so ein bisschen Zeit, um mich wieder einzugewöhnen und dann wird richtig, das... Richtig, und dann musst du es auch gleich wieder beenden. Wenn ich komme aber mit dem Motorrad komme ich halt deutlich besser zu. Ja, ich auch. Aber das lässt sich halt auch besser fahren. Tschüss. Alter Vater. Ja, ich glaube, beim Motorrad hat Björn auch das letzte Mal so ein bisschen Probleme gehabt, ne? Nein. Ich doch Björn, nicht. Unser Fahrergott, Probleme haben. Oh, oh. Das könnte knapp werden. Achso, geht noch weiter. Wollte gerade schon zurücksetzen. Dass das ich dachte, die Knie da unten wäre dann gähnende Leere.
Ja, das wäre fies gewesen. Ja. Wow. Meine wow. persönliche Bestleistung. Wow. Hast du fein gemacht. Dankeschön. Hast du meine Runde beendet oder was? Ja. Ach, leck mich doch. Errungenschaft freigeschaltet. Drama hat eine Runde beendet. Sie waren so nett, Drama mal eine Runde fahren zu lassen. Einen fahren zu lassen, ja. Genau, einen fahren zu lassen. So, wer ist denn das da hinten? Wo? Ich kann das gar nicht erkennen, aber der kommt auf jeden Fall immer dichter. Brille aufsetzen. Nee, ja. Selbst mit Brille ist das schwer. Ich komme da jetzt in so ein Alter. Ja, kann ich verstehen. Da will er nicht mehr so stehen, oder was? Nee. Aber dafür gibt es ja die Küchenplatte. Die Marmorplatte. Was? Hä? Na, wieso? Da kriegst Glasbögen. Du auch Sahnesteife schlagen und stehen okay. lassen. Deswegen, oh mein Gott. Okay, gut, alles klar. Oh mein Gott. Da geht es beim Papa hoch. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, das ist aber dann schon so Steiflagen, schon ein bisschen so BSDM, oder? Jemals jemand behaupten würde, ich sei schlimm, ne? Ja, dann sage ich dann einfach all diese Folgen hier. Also mal die schlimmsten Mitschnitte. Nein, ist doch alles in Ordnung. Läuft. Das heißt nicht. Über Eis gesprochen, also. Das heißt nicht die schlimmsten Mitschnitte, sondern das heißt die schlimmsten Mitschnitte. Also mit Milchschnitte. Genau, Milchschnitte, ne? Die schlimmste Milchschnitte. Ach, ich bin noch Zweiter sind geworden? Die das ist ja cool. Billigsten Witze, ey. Wieso bin ich denn Zweiter geworden? Ich war doch auf dem dritten Platz. Nee, du warst auf dem Zweiten. Ich war auf dem Dritten. Was? Ja. Echt? Was? Wie geht das denn? Der Popel. Und mit diesen Bildern, jetzt muss ich das erstmal abkratzen vom Bildschirm. Ja, das wäre natürlich noch cool, wenn das dann das landen direkt, würde. Ne? Ja. Ich glaube, ich mache lieber ein Folgenpäuschen hier. Der Popel muss dann mach du mal. Ne? Wieder genau. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.